Maria Antonia, Erzherzogin von Österreich, wird am 2. November 1755 als 15. von 16 Kindern von Kaiser Franz I. von Lothringen und Maria Theresia von Österreich in Wien geboren. 15 Jahre führt Maria Theresia bereits die Regierungsgeschäfte. Nach unzähligen Kriegen und umrundet von Feinden wie Preußenkönig Friedrich II., dem halbheidnischen Russland, der Mark Brandenburg, strebt sie jetzt ein Bündnis mit dem jahrhundertelangen Feind Frankreich an. Dabei gilt: Kriege lasst andere führen, du glückliches Österreich, heirate. Welche Verbindung könnte geeigneter sein als die zwischen der jungen Erzherzogin und dem ein Jahr älteren Dauphin, dem Thronfolger und Enkel Ludwigs des 15. 3 Jahre zögert der französische König. Unterdessen wächst Tonette völlig unbeschwert auf, insbesondere bedacht, den Schulstunden zu entkommen. Mit 13 Jahren verfügt die politische Hoffnungsträgerin weder über oberflächliche Geschichtskenntnisse noch über eine adäquate Allgemeinbildung, und die Schriftkenntnisse sind sowohl in Deutsch wie auch in Französisch mangelhaft. Abhilfe soll Tanzmeister Mauvert sowie 2 Schauspieler eines gastierenden Ensembles schaffen. Der französische Hof reagiert empört ob dieses Umgangs und entsendet als Erzieher Abbé Vermont, der über seine Schülerin berichtet. Mit einem entzückenden Antlitz vereint sie alle erdenkbare Anmut der Haltung. Ihr Charakter und Gemüt sind ausgezeichnet. Sie hat mehr Verstand, als man lange bei ihr vermutet hat. Doch leider ist dieser Verstand bis zum 12. Jahre an keine Konzentration gewöhnt worden. Ein wenig Faulheit und viel Leichtfertigkeit haben wir den Unterricht bei ihr noch erschwert. Die Kaiserin ist hocherfreut, als Ludwig der 15. schließlich für seinen Enkel um die Hand der jungen Erzherzogin anhält. Die letzten Monate wohnt sie in den Gemächern der Kaiserin, um intensiv auf ihre Rolle vorbereitet zu werden. Ausführliche Verhaltensvorschriften soll sie zukünftig an jedem 21. eines Monats lesen, denn die Mutter hält besorgt fest: Ich fürchte ja bei dir nichts als deine Nachlässigkeit im Beten und in der Lektüre und die daraus folgende Unachtsamkeit und Trägheit. Kämpfe gegen sie an. Am 7. Mai 1770 wird die 14-jährige Maria Antonia, ein liebenswürdiges, aber immer noch verspieltes Kind, in Straßburg von der französischen Delegation übernommen. Die österreichische kehrt nach Wien zurück. Obwohl beide Königshäuser dringend sparen müssten, finden die Hochzeitsfeierlichkeiten vor 6.000 erlesenen Gästen am 16. Mai mit allem Pomp und Prunk in Versailles statt. Die ungelenke Unterschrift Marie Antoinettes auf der Hochzeitsurkunde begleitet ein riesiger Tintenklecks. Ein böses Omen. Thank you.